Es war an einem regnerischen Apriltag 2017 und ich saß am Berliner Hauptbahnhof, weil ich nach Wien gefahren bin, wieder, wo ich studiert habe. Und plötzlich lief Joko Winterscheid auf mich zu und meinte, hast du PayPal, kannst du mir Geld leihen? Ich habe meinen Geldbeutel vergessen, ich brauche mein Auto aus der Parkgarage und sie glauben mir nicht, dass ich Joko Winterscheid bin. Also habe ich das natürlich getan und er hat mir das Geld auch wieder überwiesen, das ist gar kein Ding. Aber ich habe seitdem nie wieder was von ihm gehört. Ich bin Helena, ich bin 26 Jahre alt, ich wohne in Berlin, aber komme eigentlich aus dem Saarland. Ich will Joko die Show stehlen, weil es mal Zeit wird, dass eine Wildcard Joko die Show stiehlt. Wenn ich nicht an der Quizshow teilnehme, bin ich Schauspielerin in einem Kinder- und Jugendtheater und spiele eigentlich fast jeden Tag vor 400 Kindern und Jugendlichen irgendwelche Theaterstücke. Als die größte Konkurrenz empfinde ich, glaube ich, momentan Bill Kaulitz, weil ich glaube, wir funktionieren gleich mit Sachen, die wir uns merken und haben so eine gleiche Energie. Und ich glaube, das Buzzer-Game wird hart mit ihm, wer schneller buzzert. Ich freue mich am allermeisten auf die Herausforderung und das alles mal von der anderen Seite zu sehen.